Ach ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier im Wäldchen. Und guck mal, was ich hier gerade gesehen habe. Ein Nachbarschaftsgeschenk. Ja, Moment. Genau, jetzt ist es weg. Nur noch ein Eddy bleibt übrig. So, ja, wir sind ja hier immer noch fleißig am Bauen an unserer Baustelle. Kevin, ich hoffe, du hast auch gut geschlafen. So, da drüben ist Virgie, aber die will noch nicht. Die will noch nicht. So, Moment, ich muss noch mal gucken hier. Genau, wir müssen hier nämlich noch drei solche Dinger noch ranmachen. Das machen wir eben mal schnell. Virgie, weswegen rennst du denn wieder weg? Also ganz ehrlich, wäre die bei den Olympischen Spielen, die würde locker gewinnen, ey. Darüber sollte mal, Virgie mal nachdenken, ne? So eine Karriere vielleicht? Ja, wäre doch gar nicht mal so übel. Würde ich mal behaupten. Aber man muss ja eben selber wissen. Und schon schreien sie wieder herum, ne? Im letzten Part haben sie auch echt, ja, ohne Ende geschrien gefühlt. Die Nachbarn. Also da war echt was los gewesen. Und jetzt machen sie weiter. Echt unglaublich, ne? Aber gut, können wir eben nicht ändern hier. So ist es halt nur mal ein Wäldchen. Ja, und ich glaube, es wird langsam. Kevin, pass auf. Ja, es juckt ihn so nicht. Es wird, glaube ich, langsam Zeit von Greg, würde ich mal vermuten. Ja. Ich glaube, heute ist der Tag gekommen, wo wir endlich einen Greg in uns reinstopfen werden. Und ja. Ich glaube, da hat der Dave auch schon lange drauf gewartet. Ja, gut, kann man ihm nicht ändern. Stimmt, das Brett erinnert mich daran, dass ich noch eine Bank bauen muss. Danke, Brett, für den Hinweis. Das ist ein nettes Brett. Ja, sonst ist es ja wie in Staffel 2 mit dieser einen Bank, die nie fertig gebaut wurde. Oh, nee. Naja, das war auch krass, ey. Aber so wollen wir es nicht nochmal kommen lassen. Naja, gut. Ja, dann fangen wir heute auch schon mal ein bisschen mit den Steinen an, wegen dem Turm. Weil dann haben wir die Türme halt schon mal, ja, so früh wie möglich fertig. Achso, ja, stimmt, das ist immer noch der, in den ich gecuttet habe. Höh. Achso, nee, den habe ich sogar in der Hand. Achso. Okay. Ha, nicht ins Feuer gelaufen. Genau. Also es wäre so der Fahrplan für heute, ne? Also. Mit den Türmen da schon mal anfangen. Wir werden bestimmt heute nicht fertig werden damit, aber. Ja, vielleicht kriegen wir einen Turm schon mal zum Großteil fertig, ne? Müssen halt mal gucken. Also nicht besonders groß werden die natürlich nicht, aber es werden halt so kleine Türme, ne? Also. Wir werden halt mal gucken, wie hoch die am Ende sind. Ja. Schauen wir einfach mal. Aber riesige Türme jetzt so wie in Staffel 2, der in der Basis da, das wird es nicht nochmal geben. Wobei man an sich ja auch aus den Fundamenten eigentlich auch einen Turm basteln kann, ne? Eigentlich schon, ja. Aber. Ja, komm, wir wollen ja auch mal ein bisschen was selber bauen. Ich kann ja schon mal den Grundstein legen. Hier, warte, das ist der Grundstein. Das ist so bescheuert. Ja. So, das ist der Grundstein. Das ist so bescheuert. Ich habe ihn schon mal gelegt. Oh, ist das geil. So. Ja, Kevin, okay, braucht erstmal seine Pause. Rauch mal schön erstmal deine. Rauch mal deinen Bubert-Star zu Ende.
Ja, stimmt, so April da, so 1. April war das, ne? Ja. Alle vom Brandenburger Tor, ne? Wie sie sich alle versammelt haben und da erstmal schön ein, ne? Also das war ja unglaublich, ne? Also das ist ja... Also ich mach's ja nicht, ne? Aber... Müssen halt die Leute eben selber wissen. Naja, gut. Auch wenn das Reh trinkt da hinten. Warte mal, wir können es dann mal über... Komm, wenn wir das Fernglas haben, dann müssen wir auch mal ein bisschen gucken hier über wegen der Natur. Sieht das nicht schön aus? Oh, guck mal, da laufen sie zu dritt lang. Zu viert. Das ist doch schön. I see you. Ja. Ja. Wie schon lustig hier. Ist ein lustiger Ort. Oh, der Chinese kommt wieder. Der war ja schon einmal hier, glaube ich, ne? Jetzt kommt er wieder. Der möchte uns nochmal einen Besuch abstatten. Der Jianzhu. Aber ich sehe ihn gar nicht. Ach, da ist er. Warte mal, wir können ja mal durchs Fernglas mal gucken. Das wäre irgendwie lustig, wenn man den einfach abknallen könnte, weil der ist doch so böse, der Sack da oben. Ah, das wäre heftig, wenn der irgendwelche Söldner zu uns schicken würde, ne? Die uns einfach angreifen. Das wäre mal eine interessante Idee für den dritten Teil, ne? Einfach Söldner, die du einfach so random auf der Insel triffst und... Naja... Da musst du halt aufpassen. Sowas gibt es, glaube ich, auch in Mist Survival, solche Söldner, die, glaube ich, irgendwie auf der Map mal rumlaufen, so random. Also, glaube ich zumindest. Ah, dazu muss ich, glaube ich, mal den Aura fragen, weil der hat Mist... viel länger gespielt als ich. Ja. Mist, habe ich jetzt nur ein paar Stunden, aber mehr auch nicht. Es gibt ja, ne, es gibt halt diese eine einzige Folge auf meinem Kanal von Mist Survival. Ja, wo es da so irgendwie komische Ruckelprobleme gab, die ich mir irgendwie gar nicht erklären konnte. Ja, und danach kam es halt nie wieder. Ja, vielleicht kommt irgendwann mal Mist Survival wieder. Weiß ich nicht. Ja, und ob ich den ersten Part drauf behalten würde, ich weiß nicht, also. Ja, dann ist mal wegen Staffel 1, Folge 2 oder so. So kann man es halt machen. Ja. Also die Folge braucht man sich an sich eigentlich gar nicht angucken, weil besonders ist die eh nicht, aber ja, wer will, kann es ruhig gerne machen. Ich hatte niemanden auf. Hey, Virgie, na? Komm, schwimm zu mir. Ja, da macht die Dreck ins Gesicht. Sieht ja wirklich so aus, ne? Naja, gut. Boah, ich kann mir vorstellen, wenn wir hier ganz viele Tierfeinde aufstehen, dann meinst du, wie viele Tiere wir hier bekommen, ne? Weil Hasen und sowas sind ja hier auch Unmengen unterwegs. Also, ne, man sieht ja schon, was hier für ein Zoo unterwegs ist, ne? Das sieht man ja. Hier, das meinte ich, guck mal, da sind Hasen halt wirklich an jeder Ecke. Aber es bleibt immer noch 14 die Lurche. Ja, die wünsche ich mir immer noch zurück. Weiß nicht, Hashtag Lurche in die Kommentare. Das wird doch ganz nett für den guten alten Lurch. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wir müssen einfach bei... Achso, stimmt, ich habe das Brett hier vergessen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, wir müssen einfach eine Petition zu Endnight Games einfach hinschicken, müssen die alle unterschreiben, dass wir alle Lurche zurückhaben wollen. Ich meine, wer ist denn bitte gegen Lurche? Das sind doch voll die geilen Tiere gewesen, die haben immer voll viel Spaß gemacht. Ich meine, das sind halt so richtige Forest-Urgesteintiere, ja? Die waren ja von Beginn an mit bei gewesen, in der allerersten Version sogar. Ach ja, stimmt, ich vergesse jedes Mal, dass es jetzt schneller baut. Da war ja was. weißt du was? Hol mal ein paar Steine und schmeiß die einfach mal hier hin. Felsbrocken meine ich. Nicht Steine. Jetzt geht's erst richtig los hier mit unserem Bauvorhaben.
Aber ich würde mal sagen, ich würde unsere Basis noch ein bisschen nach hier hinten verlängern, weil wir haben noch ein bisschen Wasserplatz da hinten. Und ich meine, der Winter kommt ja eh nicht, weil wir machen unsere Spring Season, ne? Wie sie ja so schön heißt. Oh, ich finde es so cool, dass man damit einfach viel schneller jetzt bauen kann, ne? Ich finde das so geil einfach. Das heißt, es wird keinen Winter geben. Wo kommt die Medizin her? Also es wird kein Winter geben. Also ja klar, wir werden schon ins Wintergebiet gehen, aber hier unten in diesem grünen Bereich wird es keinen Winter geben in dieser Staffel. Ja, kann man ja auch mal machen. Ist halt so klassisch, weißt du. Oder halt irgendwie auch realistisch halt, ne? Weil wir spielen dann quasi einen ganzen Frühling sozusagen, bis Anfang Sommer wahrscheinlich. Aber den Winter werden wir in dieser Staffel jedenfalls nicht sehen. Also wenn wir den sehen wollen, dann müssten wir aber echt lange spielen, du. Das kann ich jetzt schon sagen. Dann müssten wir bis Ende des Jahres spielen oder sogar noch länger. Ja. Da kann halt auch sein, dass halt immer wieder mal eine Pause dazwischen kommt, ne? So eine Kanalpause oder so. Das ist halt auch möglich. Besonders, ja, im Sommer könnten wahrscheinlich vereinzelt auch mal ein paar Tage auch mal eine Pause mal sein. Ja, also von daher. Und ja gut, das habe ich halt auch gesagt, ne, wenn meine Ausbildung startet, dann wird, ja, wenn dann bestimmt nur jeden Tag nur ein Video kommen. Aber es kann auch mal sein, dass dann auch mal einen Tag mal auch kein Video kommt. Oder auch da mal längere Pausen sind, aber das habe ich halt auch schon gesagt, ne. Weil die Ausbildung ist ja auch dann erstmal wichtiger. Die hat ja Vorrang. Genau, schmeiß die mal dahin. Und wir kriegen schon wieder... Alter Schwede. Da kriegen wir wieder Besuch. Das sind schon wieder drei Leute. Guck mal. Alter, der hat sogar noch Freunde. Ja, genau. Geh mal auf ihn. Ist das ein Idiot? Ah, bleib mal stehen, sonst treffe ich dich doch nicht, Alter. Guck mal, der kann Kevin doch so nicht mal treffen. Wie schlecht er ist, guck dir den mal an. Hm. Ah, na endlich. Ja, was ist na endlich? Das ist schon scheiße, ne? Ah, die Burschen sind echt schlau, ey. So, der ist schon mal außer Gefecht. Nun zu dir. Genau, fahr mal ins Wasser. Das sind ja zwei Goldmaskentypen. Oh, die können irgendwann wieder normal laufen. Okay, das haben sie wohl doch irgendwie geändert. Alles klar. Also ein Pfeil reicht wohl nicht mehr aus für die Schose. Am Anfang war es ja so, da waren die nach einem Pfeil ja direkt, ja, sozusagen außer Gefecht gewesen. Alter, der Typ hinter mir. Weißt du, was wir mal in dieser Staffel mal machen müssten? Einfach so. Wir müssen mal Stealth-Armor machen. Da wir mal ein bisschen unsichtbar sind quasi. Komm schon her, mein Freund. Genau, so geht das. Leg dich mal hin. Du brauchst eine Pause. Ja, ja, ist so. Ah, danke dir. Dass wir mal so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen Ninja spielen, weißt du? Das wäre ziemlich cool. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Ja. Ach so. Ups. Moment. Eine Sache machen wir jetzt mal. Das muss es mal sein. Das muss es einfach mal sein. Genau. Dann packt ihr mal rauf. Genau, dann das hier. Na, ihr seht schon richtig, was es wird. Richtig, ein Greg. Da ist er wieder. Ja, ganz ehrlich, ein Greg muss doch auch mal wieder sein, oder nicht? Also ich bin der Meinung, ja, wir müssen mal wieder einen Greg zu uns nehmen. So, da können wir mal währenddessen hier weitermachen. Ach, guck mal, wir kommen hier richtig schnell voran, ne? Weil das halt auch schneller jetzt da geht mit dem Bauen. Wie der einfach hier im Mittelpunkt so liegt. Als wäre der was Besonderes, der Typ, ne? Ja, in seiner Liga bestimmt, aber nicht bei uns.
Der mit seiner Goldmaske da, der Typ. Ja, ich würde am besten immer 4 nehmen, weil man halt immer dann eine perfekte Reihe mal fertig bauen kann, ne? Weil bei 3 ist halt immer so ungerade. Dann nehme ich, da, ganz ehrlich, nehme gleich 4. So besser. Siehst du? So. Ach, hier ist eine Schildkröte. Ja gut, wir haben ja an sich ja noch genügend zu essen. Und das Fleisch wird uns ja irgendwie nicht weggenommen. Nicht so wie bei anderen Leuten. Also uns verschont scheinbar die Waschbären. Ja, auch wo es der Rohr dran hing, ne, haben sie nicht weggenommen. Interessanterweise. Ah, guck mal, der ist fertig. Nehmen wir gleich mal zu uns. Ne, falls zum Beispiel auch gleich der nächste Angriff oder sowas kommt, ne, man weiß es ja nicht. Also klar, ist eigentlich auch gut geeignet wegen Bäume fällen, aber ne, jetzt habt ihr den Beweis, wir haben jetzt, ich habe jetzt mal einen eingenommen für euch. Aber der eine Typ hat ja so geschrien, das heißt, es könnte hier ja wahrscheinlich noch Verstärkung kommen. Das weiß ich ja nicht. Also besonders letzte Folge, pff, da war ich schon ein bisschen was los hier in der Gegend. Das muss man schon sagen. So. Jetzt hatte ich wieder die Frage, wo ist Virginia gerade wieder, ne? Das fragt man sich jetzt immer ständig, ne? Was die immer so treibt. Das ist halt häufig eine gute Frage. By the way, wir können uns eigentlich auch einen Wagen... Ja, jetzt macht der Wagen immer mehr Sinn eigentlich, ne? Ganz ehrlich, ich baue jetzt den Wagen, komm. Der Wagen macht jetzt einfach extrem viel Sinn. Der war, glaube ich, irgendwo hier, ne? Bei der Lagerung. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee. Achso, da. Ja, komm, ganz ehrlich, wir machen es den Großen. Der ist doch sinnvoller. So. Guck mal, ein Brettchen habe ich schon mal hier. Passend. Da war das nächste Brettchen. Ach komm, einbauen, ganz ehrlich, einbauen können wir fällen. Wenn wir schon die Kraft gerade haben. Da können wir den auch mit einem Hieb einfach mal umreißen. Ja, wir müssen die noch vergolden. Ja, da war ja noch was. Dann geht es erst. Wenn die vergoldet sind, dann geht's erst, dann geht's richtig. So ja noch nicht. Ah, jetzt will ich erstmal seine Sticks fertig haben. Ach, scheiße. Ach. 51 Sticks. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, wobei, hier hätten wir ein bisschen Glück. Ja, brauche nicht wirklich viel. Wir bräuchten halt diese... Genau, diese roten Büsche da hinten, die bringen doch so viel, ne? Komm, wir gehen mal zu denen hin. Gehen wir halt mal ein bisschen weiter weg hier von unserer Base. Ja, guck mal, die bringen halt richtig viel. Das hat mir der Dave mal als Tipp gegeben. Und das gebe ich auch als Tipp an euch weiter. Geht einfach, wenn ihr genügend Sticks braucht, einfach mal zu diesen roten Büschen hin. Da kriegt ihr mal richtig viele raus. Ne, seht ihr ja. Die sind immer richtig gut. Ja, und die anderen, ja, die bringen halt meistens mal nur ein oder zwei Dinger. Muss man da mal ein bisschen gucken. Na, ein Chicory, da kann man so eine Energiemischung mal draus machen, ne? Ja, wir werden auch diesmal ein bisschen was anpflanzen. Ja, ich weiß, es kommt halt so... Das ist schon wieder Besuch, Alter. Und sie vermöbeln Kelvin da hinten. Oh, ihr habt mich direkt gesehen. Ich weiß nicht, ich vermisse immer noch meine Gärten, aber... Ja, gut. Kann man nicht ändern, wie viele Kugeln haben wir noch? Stehen bleiben. Polizei. Junge, hält er durch. Alter, der hat unter seinem Pulli wahrscheinlich so eine Rüstung getragen.
Ich glaube, ich habe ihn gerade in seinen nicht vorhandenen Ding da, ne? Ah, toll, Flick und Flachsen, der ist auch schon wieder hier. Jetzt geht's ja richtig ab, ey. Na, verdammt, ey. Alter, der gerade sein Kollege. Jo, guck mal. Die schlagen sich gegenseitig, weil er ihn auszusehen getroffen hat. Ist ja dämlich. Wie geil ist das denn? Das finde ich auch so geil, dass sich Eingeborene jetzt auch außersehen gegenseitig auch verprügeln können. Das finde ich so geil. Also komm, ganz ehrlich, das müssen wir nochmal ausprobieren. Ah, jetzt rennt er weg, scheiße. Ja, komm schon her, du blödes Auto. Weil tatsächlich können die Eingeborenen, das hat man nämlich jetzt auch, ne, ich sag mal, bewiesen. Ah. Ihr seid echt unfair, ne? Oh, aber ich hab ihn trotzdem getroffen. Oder eher, was heißt bewiesen? Man hat jedenfalls gesehen, dass Eingeborene jetzt auch untereinander Revierkämpfe halt, abhalten können. Also, ja, klar, es ist an sich jetzt nichts groß Neues, aber man hat es halt gesehen, dass sie welche untereinander halten können. Das ist wirklich so. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ah, der hat jetzt einfach seinen Kumpel verprügelt, ne? Weil ihn außersehen getroffen hat. Das war in Forest 1 nicht der Fall. Da haben die ja immer zusammengehalten. Ne? Das haben sie halt nur, wenn dann bei Kannibalen gemacht. Aber das war schon... Das war schon ziemlich cool gerade. kommt mir vor wie die ganze alte Forest, so, wo die sich immer alle gegenseitig verprügelt hatten. Das war wie so ein Krieg gewesen. War es halt wirklich gewesen. Da haben die richtige Massenschlachten abgehalten damals. Das war heftig. Ah, guck mal, die roten Büsche habe ich hier ganz häufig in der Gegend. Das finde ich ganz gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Sodele. Was sagt die Zeit? Ach, wir haben noch ein bisschen. Ja, wahrscheinlich geht die Folge sowieso dann wieder hier 40 Minuten. Einfach den Wagen fertig bekommen. Ja gut, solange wir halt noch kein Seil haben. Besonders für Steine, ne? Ist das Ding, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich vergesse jetzt mal, dass da unten diese eine Freifläche ist, ne? Ja, wir sind ja auch gar nicht mal so weit weg vom ich wollte schon sagen, Todesstrand. Ja, genau, wir sind ja nicht im Forest 1, ich meine, die Wüste. Warte mal. Ich hole mal kurz was. Ne, ihr seht ja schon, ne, auf der Karte. Da ist nämlich ein Golfauto. Ja, weil hier nämlich auch der Höhlenausgang ist. Ich weiß ja gerade nicht, von welcher Höhle. Das könnte von der... Oh, ich weiß es gerade echt nicht, ne? Das werden wir so bald erfahren. Aber ganz ehrlich, wenn das hier steht, ich fahre das... Ich nehme es mit nach Hause. Wir wohnen doch gleich hier drüben. Ich habe einen Hasen überfahren. Ups. Naja, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Naja, Hasenzucht werden wir auch noch betreiben. Da freue ich mich schon riesig drauf, wenn wir den ganzen Raum damit befüllen. Die ganze Hasenarmada. So, ja, guck mal, wir wohnen ja gleich da vorne. Da können wir das Ding doch schon mal da hinfahren. Wir werden auch eine Garage wieder bauen, ne? Kennt ihr ja. Ich bin ja unser Garagenmann, sozusagen. Ja, wobei, eigentlich bin ich eher der Kellermeister, weil ich war doch immer so der, der immer Keller gebaut hat. Ne? Deswegen. Ja, das mit dem Fahren, ey, das muss man wieder ein bisschen üben hier. Der hat seinen Führerschein im Lotto gewonnen, oder was? Boah, Alter, Vorsicht, Alter. Mann, Kelvin, musst du immer auf der Straße laufen? Ey, Virgil ist ja da. Komm, steig mal in meine neue Karre. Hab ich mir gekauft hier. Sieht richtig geil aus, die Kiste hier. Ich würde mal sagen, wir parken das Ding erstmal hier drüben bei den Felsen hier. Ja, guck mal, Flick ist wieder da. Virgil ist jetzt auf meiner Seite. Also wenn du willst, kannst du die Knarre haben, weil mir geht die Muni eh langsam alle. Nein?
Moment, ich kümmere mich schon drum. Obwohl, der haut ja eh schon ab, oder? Ja, der haut ab. Was ist nun, Virgie? Bist du auf unserer Seite, oder? Na, leider noch nicht. Ja, hm. Ach stimmt, wir sind ja schon in Folge 9. Das habe ich nämlich vorhin gesehen. Warte mal. Achso, ja, stimmt. Den Wagen. Alter, aber der hat auch schon richtig viele Steine dahin transportiert. Guck mal. Da oben rechts. Das sieht schon heftig aus. Dann bauen wir, glaube ich, erstmal hier ein bisschen weiter. Wenn die schon so viele rumliegen. Danke dir, mein Bester. Das geht doch richtig schnell hier, ne? Da ist direkt wieder die nächste Wand fertig. So, du brauchst noch 11 Sticks. Haben wir vielleicht noch einen roten Busch irgendwo hier? Ich glaube, wir müssen nochmal drüben gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja gut, ansonsten können wir nochmal die Dinger hier nehmen. Das ist ja auch kein Problem. Hauptsache, wir bekommen irgendwie welche, ne? Das ist dann das Wichtigste. Ah ja, stimmt, weil ich ja im letzten Part ja mit den Mutanten hier gequatscht habe. Ach komm, warte mal, wir gehen mal kurz zu dem Lager, loot mal ein bisschen. Das wäre krass, wenn Thrombosen-Jonas als erstes kommen würde, ne? Also der Holy, ne, so heißt der ja, aber ich nenne ihn jetzt Thrombosen-Jonas, weil es ja, ja, er in 2.0 ist, also sein Nachfolger sozusagen. Ah, ja stimmt, hier kriegt man auch Mini. Das habe ich ja voll vergessen. Also für den Revolver haben wir hier echt gut, eine gute Lootstelle. Also wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht auch da mal so eine Schrotflintenmuni. Das kann ja sein, das weiß ich ja nicht. Ja, bis wir die halt noch, bis wir die haben, das dauert so noch. Also von daher. So, jetzt haben wir die Sticks zusammen. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Ach, den ganzen Kram haben wir doch. Yay! Ja, jetzt können wir das dann nicht mehr nämlich alles reinlagern. Ja, wobei Kevin ist auch gerade wieder ein bisschen schneller hier. Aber wir können ja gleich mal ein bisschen rumfahren und mal ein bisschen was einsammeln. Dann geht es noch schneller. Ah, ich glaube, Virgie ist es auf unserer Seite, vermute ich mal. Das sieht ganz stark danach aus. Nehmen wir mal die Waffe weg. Na? Jo, endlich. So, kriegst mal, ja genau, den GPS-Peilsender, dann kriegst mal Pistole. Muss ich jetzt erstmal ohne auskommen, macht ja nichts. Weil die Eingeborenen kommen ja so meistens unerwartet. Ja, oder was ist unerwartet? Meistens sehen wir sie ja auch schon aus der Ferne. So, dann gehen wir mal ein bisschen sammeln. In dem Sammelparadies liegen für viele, Alter. Ach, scheiße. Moment. Hier hinten. 28 passen rauf. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Muss man mit dazu sagen. Das ist halt wirklich schon viel. Kann ich den immer noch leicht verschieben? Ja, immer noch. Oh. Der Grobian. Ah, der hat mich noch gar nicht gesehen. Der hebt da gerade einen Kollegen von sich auf. Psch. Virgie, erschießt du den jetzt? Oder? Das könnte jetzt sein. Virgie, guck mal da.
Da ist der böse Mann aus dem Dorf. Das war nicht der mit der Kettensäge, aber der kommt auch noch. Oh, Virgil hat ein bisschen Schiss, wie man sieht. Oh, jetzt kommt er. Und direkt ein Header. Na, das geschieht ihm recht, ne? Dem blöden Sack hier. Oh, danke dir. Siehst du, kaum ist Virgil wieder an unserer Seite, läuft es wieder perfekt, ne? Sehr gut. Ah, hier. Ich höre so Geräusche, als würden hier Flick und Flack wieder rumlungern hier irgendwie. Ne? Sehr komisch. Ach komm, wir machen das Ding komplett voll hier. Aber damit geht es einfach deutlich schneller, ne? Ja. Dann einmal drehen und dann auf und davon hier. So. Ja, dann müssen wir halt nicht mal schön die vereinzelt mit 4 Stück mal hin und her rennen. Ach, warte mal, ich wollte da rauffahren, stimmt ja. Voll vergessen. Ja, das geht sogar tatsächlich. So. Sehr schön. Na, so macht der Baum gleich wieder richtig Spaß, oder? Ja. Muss ich echt mal sagen. Wird die einfach drüber stapelt, ne? Ja, so eine richtig fette Mauer hier. Oh, da habe ich einen vergessen. So. Eine richtig schöne fette Mauer bauen hier. Die chinesische Mauer. So. Alright, dann geht's mal weiter. Oh, da gibt es ja schon wieder alle. Ich nehme die mal mit. Nee, warte mal, ich nehme die nicht mit. Ich lasse die mal hier liegen. Komm, eine Lieferung machen wir noch und dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Wie immer. Immer eine Lieferung muss halt immer noch sein und dann ist der Part immer, ja, wie immer beendet, ne? Kennt man ja mittlerweile bei mir. Die große Finallieferung eines Parts. Das ist ja nichts Neues mehr bei mir. Aber man sieht, das geht ja auch schnell. Ich meine, die spawnen ja relativ schnell nach, die Dinger. Wie man hier sieht. Also da dürfte man eigentlich keine wirklichen Mängel haben oder Probleme oder sonstiges oder... Ja. Einfach reinmachen. So. Hm? 15? Ne, 16. Okay, ich dachte schon. Ja. War ich mich nur verlesen. Ja, schon da jetzt mittlerweile schon Freitag ist, um, ja, 1 Uhr nachts. Ja, beginnt ja nachher das Wochenende. Oh, und ich denke mal, da kann man dann, ja, so eine richtig fette Aufnahmesession da machen. Freue ich mich schon drauf. Endlich ist es mal wieder soweit. Also, ein paar Stunden mal Forest zocken. Ja, und ich will auch mal so einen Privatspielstand nicht mal anfangen am Wochenende. Das will ich endlich mal machen. Ja, dass ich auch mal so für mich mal was mache. Nicht nur für YouTube. Hier in diesem Spiel, weil das muss ja auch mal wieder sein, bin ich der Meinung. Achso, das war ein normaler. Jetzt gehen sie langsam alle hier, die Dinger. Jetzt gehen sie... Ach, hier drum sind auch nochmal tausendfach viele. So. Ja, der hat auch schon das Lager entdeckt. Da geht jetzt auch gleich hin.
Aber guck mal, die Wand fällt schon auf da hinten. Die fällt schon auf. Das muss man schon sagen. Die fällt auf. So, dann aber rauf hier. Dann einmal bitte. Ja, genau. Ja, hier geht's sogar noch weiter. Oh, würde ich bitte nicht verschieben. Das ist keine gute Idee. Nicht, dass das Ding am Ende im Wasser landet. Das wäre scheiße. Das wollen wir alle nicht. Ja, kaum ist wahrscheinlich wieder da, ist auch wieder ein Anhängsel, ne? Kennt man ja mittlerweile. Ist ja auch nichts Neues. Virgie, Alter, lass ihn in Ruhe, den Wagen. Mann. Das meinte ich, ne? Sie ist halt wirklich ein Anhängsel bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ich muss einfach ein paar Baumstämme dahin packen, dass das Ding halt nicht runterfällt, ne? Ich glaube, das wäre am besten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Haus am Ende auch wieder ein bisschen labyrinthartig aufgebaut ist. Ja, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber gut. Bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ah, ein Adler. Aber wurde halt bisher noch nichts geklaut. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Und ja, dann sehen wir uns halt offenbar morgen wieder. Da drüben sieht man auch noch ein bisschen Rauch. Da kommen auch... Ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum immer von hier so viele kommen, weil da drüben ja noch ein Camp ist. Da müssten wir mal bald mal hingehen. Vielleicht im nächsten Part oder so. Vielleicht gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also ich weiß gerade nicht genau, was es für ein Camp oder für ein Dorf ist, was auch immer. Schauen wir mal im nächsten Part. Ja, und dann sehen wir uns einfach da wieder, ne? Bis dann, Freunde, und tschüssi. Get down, son!